Und ich kümmere mich um Rahmen und die restlichen Parts. Alles klar. Dann sehen wir uns nächste Woche. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Moin zusammen. Ich bin der Sascha aus dem Marketing und ich baue mir jetzt ein Gravelbike auf, ein Nikolai Argon CX. Und ich habe gerade mit dem Jan von SRAM telefoniert. Der bringt ein paar coole Parts von SRAM mit, um das Rad schön aufzurüsten. Und ja, nächste Woche Mittwoch treffen wir uns, schrauben das zusammen und werden das alles für euch festhalten. Und ich freue mich und ihr könnt auch gespannt sein. Bis dahin. Gleich ist halb, dann geht's los. Mensch, jetzt könnte aber langsam kommen. Da ist er! Ja, geil! Servus, Jan! Servus! Grüß dich! Hast du mir was Schönes mitgebracht? Auf jeden Fall! Ja, dann lass mal rüber in die Werkstatt gehen. Okay, cool. Ja, Jan, jetzt hast du auch mal die Hände frei, da können wir uns erstmal begrüßen. Grüß dich, freut mich. Was hast du mir mitgebracht? Ja, ich habe dir mitgebracht einen Satz Ziplaufräder, 303, Disc, Tubeless. Wir haben eine Force-Gruppe dabei, Force One by. Ja, du siehst 1042 Kassette. Wir bauen nachher einen XD Driver Body dran. Wir haben alle Adapter, Zip BSS, Flaschenhalter, Bartape, alles da. Das sieht gut aus für ein Gravelbike. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Das sind meine Teile. Was hast du für mich vorbereitet? Das zeige ich dir. Ich habe hier, wie du schon im Vorfeld gehört hast, Nikolai Argon CX Rahmen besorgt. Schöne, knallige Farbe. Sieht stabil aus. Ist er auch. Also ist mit 2,1 Kilogramm auch nicht der leichteste Rahmen, aber das war so das, was meiner Vorstellung von Gravelbike entsprach, dass ich da auch ein bisschen was härter mit zur Sache gehen kann, ohne dass ich da... Willst du ab und zu mal ein bisschen Gepäck mitnehmen und so weiter. Genau. Für so leichte Bikepacking-Touren, die sollen damit auf jeden Fall machbar sein. Ja, sehr schön. Ja. Dann lass mal loslegen. Ja, machen wir. So, was ich dir mitgebracht habe, ist ein SL70 Ergo. Ergo steht für die Auflagefläche hier oben. Er ist ein bisschen komfortabler, gerade auf langen Ausfahrten. Der ist jetzt wie breit, der Lenker? Der ist jetzt 44 breit. Okay. Also ein bisschen breiter, als du wahrscheinlich fahren würdest. Ja, absolut. Auf dem Renner habe ich 40 bis 42. Okay, aber in dem Fall für ein bisschen... Will man ja auch ein bisschen mehr bisschen Handling. Bessere, besseres Handling. Bisschen Handling haben. Genau. Breiter, genau. Ja. Stopp. Du hast mir die SRAM Force Gruppe mitgebracht. Auf was es ankommt, ist, dass die Kette richtig sitzt. Also sobald wir uns im Offroad-Bereich bewegen, ist heutzutage alles, was Sinn macht, ist One-By. Mit unserem Chain-Management, mit dem Clutch, mit der Kupplung, die hier drin sitzt, die eben die Vorwärtsbewegung vom Käfig eben abdämpft. Was zur Folge hat, dass die Kette im unteren Kettendrum immer schön satt sitzt. Wir haben hier an den Schaltröllchen ebenfalls wie am Kettenblatt X-Sync. Das heißt, wir haben einen dickeren und einen dünneren Zahn, immer abwechselnd, vorne wie hinten. Das gleiche Prinzip haben wir am Kettenblatt. Das Ganze hat eben den Sinn, dass die Kette, dass für jedes innere und für das äußere Glied von der Kette jeweils ein Zahn zuständig ist. Die Kette wird dadurch viel besser auf dem Kettenblatt gehalten und wird auch besser geführt. Das heißt, es ist auch ein extremer Kettenschräglauf möglich. Ja, sieht auf jeden Fall optisch schon mal sehr schön aus, die Force-Gruppe an dem Rad. Du hast mir hier die ZIP 303 mitgebracht, in dem Wissen, dass ich mir ein schönes Gravelbike aufbauen wollte. Warum die 303? Ja, die 303 sind so unser klassischer Laufradsatz, der auch noch wahnsinnig leicht ist, aerodynamisch. Und mit der Disc und mit einer relativ weiten Felgenbreite, auch für mal breitere Reifen und so weiter, sich absolut gut dafür eignet. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ja, Sascha. Na Mann. Mega Arbeit, hör mal. Geiles Rad zusammengebaut. Schönes Gravelbike für dich. Sei mir nicht böse, ich muss aufs Rad. Ja, let's go. Jan, ich bin startklar. Geil. Jetzt freue ich mich auf die erste Fahrt. Wenn du auch mal Probe fahren willst, sag's Bescheid. Nur nicht heute. Das glaube ich dir. Du bist als erstes dran. Viel Spaß damit. Danke dir. Wir sehen uns bald. Auf jeden Fall. Bis dann. Bis dann. Schönen Mach's Grüße gut. an deine Kollegen. Danke, ciao. Ciao. Ryan,
halt so. Ja, erste Ausfahrt, erster Testride mit dem Nikolai Argon CX. Macht echt mega Laune, geht bergauf, super gut nach vorne, bietet bergab jede Menge Reserven. Je nach Geschmack kann man sich vielleicht sogar vorne noch breitere Reifen aufziehen. Die 3T-Gabel bietet enorm viel Platz vorne. Da kann man durchaus noch ein bisschen breiter gehen. Dann hat man es noch was griffiger auf den Abfahrten, kann es noch mehr krachen lassen. Aber alles in allem hat es auf jeden Fall den Namen Traum Gravel Bike verdient. Und ich werde direkt noch eine Runde drehen. Macht mega Spaß. Bis dann. Ciao.